Ja, guten Tag in die Runde. Es sind ja überraschend viele hier. Genau, müssen noch Stühle reingeschleppt werden. Ja, ich habe mir vorgenommen, heute ein bisschen was über Proxmox zu erzählen. Das ist eine mehr oder minder bekannte virtuelle Virtualisierungsplattform, die ich selber auch praktisch schon einsetze, nicht in allen Ausbauformen, da werde ich dann noch drauf eingehen, aber ich halte die Plattform eigentlich für interessant, mal davon zu erzählen. In der Presse sieht man sogar, also der Literatur sieht man zurzeit auch sogar schon immer mehr Artikel darüber, habe ich in letzter Zeit wahrgenommen. Oder wer kennt ihn hier? Ich vielleicht mal eine kurze Umfrage. Wer kennt Proxmox schon? Okay, könnt schon mal alle rausgehen. Wir werden hier heute nicht besonders tief reingehen. Das gibt das Format einfach nicht her, die Zeit. Was ist Proxmox? Erstmal ist es eigentlich ein Produkt einer Firma aus Wien, die heißt Proxmox. Das Interessante ist, das Produkt gibt es seit 2008 schon. Trotzdem kennt man das noch nicht so sehr wie die anderen dort aufgeführten Produkte, wie eben VMware, also VMware, VMware, Microsoft, Hyper-V oder die Oracle-Lösungen zieht und den Zen-Server. Das Interessante ist, dass es halt eine reine oder eine vollständig Open-Source-Lösung. Daran unterscheidet sie sich erstmal aus dieser Sicht komplett von den vorherig benannten Virtualisierungslösungen. Und ich selber habe eben auch mit einigen von denen Erfahrung. Ich finde deswegen besonders erwähnenswert, dass diese Lösung von Anfang an eine webbasierte Managementlösung war. Für VMware oder sonst wie brauchte ich immer irgendwelche komischen Clients und dafür musste ich extra ein Windows nehmen, auch wenn ich nur andere Systeme virtualisieren wollte, um nicht Unix zu sagen. Und trotzdem gibt es, obwohl das Open Source ist, wir werden gleich noch sehen, dass man das frei einsetzen kann, kann man aber auch dafür Support kaufen. Das klang unter anderem, fand ich sehr schön heute Morgen genannt, eine Anforderung, die auch die zum Beispiel eine Landesverwaltung hat, die Open Source einsetzt. Die setzt gerne Produkte ein, Open Source, aber verlangt dazu einen Support, jemanden, den sie anrufen können. Und das kann man hier machen und die Preise finde ich sehr überschaubar, auch insbesondere im Vergleich zu den wieder oben benannten Produkten. Es fängt irgendwo, um nur mal eine Hausnummer gehört hat, bei 300 Euro an für einen kommerziellen Support. Man kann auch eine günstigere, nicht kommerzielle quasi kriegen oder eben komplett ohne Support arbeiten. Dann kann man sich das einfach runterladen und installieren. Und dann kann man natürlich in den entsprechenden Foren fragen, bekommt halt nur keine garantierten Antwortzeiten. Was ist Proxmox eigentlich? Im Prinzip auch ganz banal, es ist einfach eine auf KVM und QEMU basierende Virtualisierungsmanagement auf den Standardkomponenten. Im Prinzip also auch einfach eine Zusammenstellung aus Standardelementen mit einer sehr schlüssigen und ich finde sehr gut bedienbaren webbasierten GUI. Aber für den, der das mag, gibt es auch ein Command-Line-Interface, also die ASCII-Version, dass man das alles als Kommando tippern kann. Die Voraussetzungen sind relativ gering. Letztendlich braucht man nur entsprechende eine Intel- oder AMD-CPU, die virtualisieren kann. Also ich habe sowas schon auch auf dem Desktop-System mit irgendwie was war das, Core 2 Duo installiert. Also zum Rumspielen und reicht das dicke aus. Wie gesagt, für Produktion ist es natürlich nicht geeignet. Ich habe oben jetzt gerade, da steht es, aber ich habe es jetzt gerade nicht erwähnt, neben der KVM-Lösung werden dort auch Linux-Container-Virtualisierung noch eingesetzt. Also ich habe zwei Virtualisierungstechnologien in dieser Oberfläche mit drin. Werden wir nachher dann noch sehen. Ach so, und jetzt eben habe ich verschwiegen, unten noch als kleines Gimmick, es gibt auch den Quad-Core-Arm-CPU, die 64-Bit-Version, sprich, wer es weiß, es ist Raspberry Pi, der Vierer, kann man sogar auch inzwischen als Proxmox drauf installieren. Was für Sinn es macht, auf einen Rechner, der 4 oder 8 GB RAM hat, eine Virtualisierungsplattform, es ist eine akademische Übung, glaube ich, einfach. Und zum Spielen ist es gut genug. Und jetzt hier nochmal erwähnt, also es ist wirklich eine komplett freie Lösung, also nicht nur die Komponenten, die da drin sind, wie eben der KVM und die Linux-Container und wir werden sehen gleich noch, welche Komponenten sonst noch drin sind, die alle GPL sind, sondern eben auch die gesamte Oberfläche
ist freigegeben von der Firma Proxmox. Basierend tut das Ganze auf dem Debian 11 in der aktuellen Version, 7.2 ist die aktuelle Version, mit einem angepassten Kernel. Das angepasst bezieht sich darauf, dass sie den ein bisschen neueren Kernel nehmen und dass sie sowas wie ZFS und solche Module, CEF und so weiter in den aktuellen Versionen mit schon hineinnehmen, die in einem Standard Vanilla Debian Kernel halt nicht drin wären. Aber ansonsten machen die da keinen großen Zauber. Das heißt, man kann auch einfach ein Debian nehmen und die Pakete nachinstallieren und daraus sich ein Proxmox bauen. Ich werde hier nur vorstellen, dass man aus einem runtergeladenen ISO-Image das halt installiert. Da komme ich aber gleich noch zu. Ja, schon angeklungen ist, dass es zwei Virtualisierungstechnologien verwendet werden. Einmal den Hypervisor, den KVM. In dem kann ich also auch Linux oder sonstige BSD, Unix-artige Betriebssysteme, aber eben auch Windows installieren. Da muss man nur ein bisschen drauf achten, damit man ein bisschen Performance hat, dass da man gewisse Treiber installiert, aber ansonsten ist da nichts Besonderes bei und es läuft, ja, jedenfalls in meiner Erfahrung, sehr stabil. Nicht so bekannt ist wahrscheinlich wie KVM dürfte das LXC sein. Das sind die Linux-Container, die auch tatsächlich ein bisschen später nach Docker erst entwickelt wurden. Mit Container verbinden die meisten halt den Begriff Docker. Es ist ähnlich, es macht Anleihen halt im Prinzip auf einer Plattform durch die entsprechenden Mechanismen wie C-Groups und Namespaces halt geschützte Bereiche zu schaffen, also kleine virtuelle Maschinen, die aber sich alle einen Kernel teilen. Das ist quasi ähnlich konzeptionell wie Docker. Ist halt alles ein bisschen anders, aber die Details muss man sich als Anwender jetzt vielleicht nicht so viel auseinandersetzen. Wir werden nachher nochmal sehen, dass es sich eigentlich anfühlt wie eigene virtuelle Maschinen. Also, ja, hier jetzt gleich nochmal die Zusammenfassung. Was ich eben noch nicht erwähnt habe, also neben der Web-Oberfläche und der Kommandozeile gibt es auch eine REST-API, über die ich das von extern ansprechen kann. Ist auch für viele Sachen interessant. Ich kann ein HA-Cluster bauen. Genannt ist bis zu 32 physikalische Knoten. Ich habe gelesen, dass es auch noch mehr gehen, bloß dann kriegt man wahrscheinlich keinen Support mehr dafür und solche Dinge. Also es gibt größere Installationen, scheint aber dann nachher vielleicht aufgrund der Cluster-Technologie, Cosync ist darunter, scheint dann da ein Skalierungsproblem zu haben. Ist anscheinend nicht so empfohlen, aber gibt es wohl auch in Produktion. Interessant ist solche Sachen, dass es hier tatsächlich auch sowas wie Live- und Online-Migration von VMs gibt. Das ist ein Feature, was man bei VMware mit VM Move und so weiter kaufen muss. Ist hier alles schon mit drin. Ich habe ein sehr entwickelte Lösung als virtuelles Network, Open vSwitch, mit drin. Das heißt, ich kann auch über verschiedene Hardware-Plattformen, also mehrere physikalische Nodes, ein virtuelles Netz bauen, damit alles wie eins wirkt. Also ich habe dort sehr umfangreiche Möglichkeiten, ein Software-Defined Network aufzubauen. Des Weiteren ist eine eingebaute Firewall mit drin. Ich kann eine Backup-Funktionalität ist mit drin für lokale Backups. Speicherreplikationen ist drin. Ich kann Speicherduplizierung durch Nutzung von Filesystemen wie ZFS benutzen. Ich kann aber auch eben externe Storages anbinden, NFS oder hier Ceph, um dann auch dort sehr ausgereifte Speichertechnologie zu nutzen und auch die Features darin zu nutzen, eben in der zentralen Ablage mit den entsprechenden Sicherungen. Des Weiteren werden auch die Buzzwords bedient wie Zwei-Faktor-Autorisierung. Das heißt, auch die ganze Administration kann entsprechend abgesichert werden. Ich kann die User-Anbindung über ein Active Directory machen oder eben LDAP. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten, Multifaktor-Anbindung und so weiter, OpenID. Ich habe dann das mal mit Punkt, Punkt, Punkt belassen. Das sind jetzt hauptsächlich dann Dinge, die dann den Techniker interessieren. Wenn ihn das heute interessiert, dass er dann mal sich das Feature-Datenblatt mal in Ruhe durchliest, was da sonst so für Buzzwords alle draufstehen. Schön finde ich auch, deswegen habe ich es auch mal erwähnt, ist, dass auch
dass es von Proxmox einen dedizierten Backup-Server gibt. Man kann das also hier, deswegen habe ich oben das als lokales Backup bezeichnet. Ich kann auch eben ein externes Backup machen durch einen Backup-Server, der auch wieder der inkremental backuppen kann, wieder dedupliziert, was eben sehr viel Speicherplatz sparen kann. Und was ich auch finde, was woanders nicht selbstverständlich ist, eine Client-Side-Encryption. Ich kann also ein zentrales Backup-System hinstellen und kann einfach meine Backups dahin schieben, ohne dass ich dem Backup-Server an sich vertrauen muss, außer dass er meine Daten hält, aber er kann sie nicht lesen, er kann sie nicht verfälschen. Na gut, wenn er sie verfälscht, kriege ich kein Backup zurück. Die Installation ist eigentlich ziemlich einfach. Ganz banal, man lädt sich das ISO-Image runter und in der Regel macht man eine Bare-Metal-Installation, weil wir werden nur sehen, dass ich hier für mein Demo das gleich ein bisschen anders mache. Aber in der Regel nehme ich halt eine physikalische Maschine, boote dort. Ich kann natürlich auch das ein Stick und so weiter installieren. Und dann startet eigentlich auf dem Bildschirm dieses. Ich muss eigentlich auch nur für die ersten Schritte den Bildschirm angeschlossen haben. Der Rest ist nachher alles rein webbasiert. Also so sieht es aus, wenn es startet. Dann kann ich da den Install-Knopf drücken. Ups, ich glaube, das sieht man nicht wirklich. Ach doch, besser als hier. Da sieht man es besser als hier. Also ein üblicher Debian-Startbildschirm. Dann wird man, ich habe mir jetzt die ganzen Fragen mal geschenkt, da wird man gefragt, wie heißt der Admin, welche IP-Adresse willst du haben und so weiter. Am Ende hat man diese Daten eingetippt, mehr braucht man an der Stelle auch nicht. Das ist das Summary halt, bevor es dann jetzt effektiv zur Installation geht. Und ja. Und dann irgendwann ist er fertig. Auch das geht verflixt schnell, also keine Ahnung, 5 Minuten, dann ist das Ding installiert. Ab jetzt, und dort ist ja das URL angegeben, wird der restliche Betrieb eigentlich über einen Browser gemacht, von einem externen Gerät, was in einem erreichbaren Netz steht. Das sieht eigentlich auch ganz banal aus, das ist halt die GUI. Ich werde jetzt noch ein paar Screenshots zeigen und dann gleich in ein Live-System gehen. Die Passwörter und Login, das wurde man ja halt während des Dialoges kurz gefragt. Die muss man hier halt nur eingeben, so lange muss man sich das merken. Und ab da, wenn man sich angemeldet hat, ist man eigentlich schon im System. So sieht das leer aus. Ich gehe da auch gleich nochmal im Einzelnen drauf ein, wenn ich mein Demosystem da habe. Und dann hoffe ich, dass jetzt hier das System das überlebt, wenn ich hier jetzt umschalte. Also Maus, wo ist die Maus? Aus die Maus. Ah, wir haben einen anderen Bildschirm. Ich sehe was anderes. Mal gucken. Ich komme mit der Maus hier nicht hierher. Ich sehe hier. Ich gehe mal nach oben und dann zur Seite. Dann ist wahrscheinlich das Fenster jetzt zur Seite. Mhm. Kommst du da jetzt durch? Ja. Weil der andere Danke. Wahrscheinlich größer ist als der andere. Ja. Ach so, da ist das. Obwohl die laut Arando sind sie übereinander. Achso, ich muss den Haken gleich noch setzen. Ja, ich musste nach oben hier den Haken setzen, damit er die Änderung übernimmt. So. Ich habe hier auf meinem Linux Mint, habe ich den Virtual Manager installiert und da drin, also es ist auch KVM basiert, in der Oberfläche habe ich mir den Proxmox installiert. Können uns auch angucken, wie der startet, das ist natürlich nicht besonders spannend. Ist halt wie ein Linux so startet, weil im Weiteren werde ich jetzt einfach den Browser verwenden. Den starte ich gerade. So. Und ups. Den. Was hier gleich, falls jemand das anmerkt, also hier ist natürlich oben
das HTTPS jetzt nicht durchkonfiguriert mit irgendwelchen sinnvollen Zertifikaten. Ich vertraue mal meinem Rechner, dass ich lokal da keinen Hacker drin habe, der das mitliest, meine geheimen Passwörter. Ich melde mich jetzt halt an. Ja, auch hier kann man verschiedene Authentisierungsmöglichkeiten wieder bieten. Wir bleiben jetzt einfach hier bei dem Standard. Ich habe ja eine unlizenzierte, also eine unsubskriptierte Version installiert, deswegen kommt diese Warnung, die kann man auch rauskonfigurieren. Die drückt man einfach weg, dass ich halt jetzt eine unsupportete Version laufen lasse. Sie ist funktional nicht eingeschränkt, es ist einfach nur diese Mitteilung, dass ich keinen Subskriptions-Key eingespielt habe. So, ich habe auch schon zur Vorbereitung hier eine Maschine installiert, deswegen unterscheidet sich leicht vom komplett leeren System. Was man sieht hier im linken Bereich, mal gucken, wie ein Maus geht, ist hier quasi die PVE, so heißt mein Host. Proxmox Virtual Environment, deswegen ist das eine gängige Abkürzung. Dem habe ich mich einfach angeschlossen. Und in dem, ich habe Angst, hier was zu bewegen, weil die Kabel sonst ruckeln. So. Und dort unter der PVE ist hier eingebunden zurzeit zwei virtuelle Maschinen und der standardmäßig eingerichtete lokale Speicher. In dem Bereich hier sehe ich zu dem PVE die Gesamtübersicht, wie gerade die CPU-Auslastung ist. Da die alle inaktiv ist, ist hier nicht zu sehen. Man sieht, ne, dass ich keinen CPU verbrauche, ein bisschen RAM ist in Benutzung. 4 GB habe ich anscheinend der Maschine gegeben. Da hätte ich auch ein bisschen großzügiger sein können. Also meine Proxmox in meiner virtuellen Maschine, mein Linux, dem habe ich nur 4 GB jetzt geschickt. Das für unsere Demo-Sachen reicht das auch locker aus. So. Das Wichtigste eigentlich, wenn man jetzt hier agiert, und ist hier oben eigentlich also eine virtuelle Maschine erzeugen oder einen Container erzeugen. Fangen nur an, mal zu installieren, um die Einrichtungsschritte zu zeigen. Die Installation selbst gucken wir uns jetzt nicht an, weil es nicht spannend ist, ein Debian-Sieg installieren zu sehen. Ich habe eins schon vorbereitet. Aber trotzdem, damit man die Installationsschritte mal gesehen hat, sage ich Create VM, weil auch das ist relativ unspektakulär. Das Kind braucht einen Namen. Ne? Debian 10 wird das, glaube ich, werden. Und ich habe ein 11er ISO da. Und das ist dann, keine Ahnung, Linux-Tag LT. Ein Resource-Pool wäre dann, habe ich nicht eingerichtet, man kann später im Cluster oder die Storages kann man gewisse Ressourcen zuordnen. Man könnte also sagen, die Entwicklungsabteilung ist eine Ressource, also für die richten wir eine Resource-Group ein, für die Betrieb, für Abteilung X haben wir eine Ressource und die können dann später, dann können wir entsprechende Benutzerrechte rangeben, dann können die selbst ihre Maschinen hoch und runter fahren oder auch das Storage erweitern im Rahmen der zugewiesenen Ressourcen. So eine Ressourcenverwaltung habe ich jetzt hier nicht eingerichtet. Wir wollen uns heute auf die Basisfunktionen konzentrieren, aber es zeigt, dass es dahinter, also tatsächlich für diese Bereiche, auch schon vorbereitet ist. Ich kann also nicht nur virtuelle Maschinen hochfahren, sondern auch nachher Administration und Verantwortlichkeiten abgeben und auch steuern, wer was darf. So, nachdem ich also gesagt habe, wie das Kind heißen soll, fragte mich jetzt nach dem Betriebssystem. Das Betriebssystem habe ich jetzt hier als ISO-Image im lokalen Speicher abgelegt. Wenn man ein physikalisches Gerät hat, könnte man jetzt eben auch eine CD einlegen oder wo immer man halt seine ISO-Images liegen hat. Es ist auch möglich, natürlich eine Umgebung zu haben, wenn man eine PXE-Umgebung hat, das heißt eine Boot-Umgebung, aus der sich das installiert, über das Netzwerk ist auch möglich. Wie gesagt, auch das System habe ich jetzt nicht hier installiert, aber wenn man so ein Standard-Deployment haben will, geht das. So. Dann muss ich noch angeben, was für ein Betriebssystem-Typ es ist und welche Kernel ich voraussichtlich verwende. Aber wie gesagt, das ist schon alles standardmäßig sinnvoll vorbelegt, wenn man sich in der Linux-Welt bewegt. Ich gehe mal bei. Achso, hier unten gibt es so einen Advanced-Knopf.
Da kann man dann manchmal, nicht in diesem Bereich, ich glaube hier bei General, kann man hier noch erweiterte Funktionen, erweiterte Felder angeben. Ne? Ne, ob das denn gleich, wenn der Proxmox gestartet ist, auch die VM gestartet werden soll, könnte ich hier sagen. Oder ob die hinterher dann immer neu gestartet werden muss. Oder wie es sich verhalten soll, wenn man einen Shutdown macht. So, ich gehe mal. Aber da waren wir ja überall schon. Ich mache das Advanced mal wieder aus. So, gehen wir weiter. Das System kann man auch, wie gesagt, für die Standardsachen jetzt alles so belassen. Wenn man was Spezielles erreichen will, kann man hier die Sachen ändern, zum Beispiel eben, was die Grafikkarten und solche Sachen angeht. Bei Grafikkarten gleich angemerkt, ist es auch möglich, nachher so GPUs und so weiter durchzureichen oder auch PCI-Ports und Slots. Wie gesagt, alles fortgeschrittene Geschichten, merke ich nur an, geht alles oder geht sehr viel. Ich kann hier angeben, dass ein QEMU-Agent installiert ist nach Ende System. Dann kann ich über die Virtualisierungsoberfläche auch besser einen Shutdown auslösen. Und dann korrespondiert halt die Virtualisierungsoberfläche mit dem entsprechenden Host eigentlich ganz, ganz auf angenehme Weise. TPM ist also Trusted, was war das noch? Ja, genau. Also es ist für Verschlüsselung, für Ablage von Schlüsseln halt für eine Verschlüsselungssystem. Brauchen wir ja auch nicht, haben wir nicht. Ich kann jetzt noch angeben, wie viel Disk soll unsere virtuelle Maschine kriegen. Erstmal von welcher Art der Bus ist. SCSI ist hier bei Linux erstmal nie verkehrt. Na? Dabei bewege ich mich gar nicht. Gut. Dann, wo das Storage liegen kann, das habe ich hier. Hier links sieht man diese Local LVM, da sieht man die wieder. Wir gehen nachher nochmal in die Storage-Abteilung rein. Das ist sozusagen der Speicherbereich, wo wir die VMs ablegen. Das andere oben, das Local, war da, wo die ISOs liegen und da kann man auch spezifizieren, wo das Backup liegen soll. Ich mache nichts. Soll ich nochmal nachdrücken? Nee, ist auch nicht lose. Also ich wackel auch nicht mal an der Maus. So, also ich muss angeben, halt, wo ich die VM installieren will. Das kann auch ein NFS sein, Ceph, sonst wo. Nachher, wenn wir das im Storage abgelegt, dort definiert hätten, hätten wir hier die entsprechende Auswahl. Na, ich mache mal einfach weiter. So, CPU kann ich noch sagen, von meinen CPUs, wie viel will ich davon abgeben. Wir bauen jetzt hier mal eine ganz schmale Kiste mit einem Core. Ich kann sagen, wie viel RAM die Kiste kriegen soll. Ich behaupte mal 1024 sollte auch reichen. Jetzt wage ich mich hier am Kabel richtig zu wackeln. Aber also jetzt sollte kein Zug drauf sein hier. Also aber auch so bewege ich nichts. Das hier noch. Soll ich abziehen und draufstehen? Okay, ziehen mal ab. Und stecke ihn jetzt wieder auf. Ja, dann muss ich jetzt noch wieder Oberflächen übereinander legen. Ja. Wir wissen nicht, warum es wackelt. Ja, jetzt ist ja okay gerade. Also jetzt würde ich gerade mal, außer es passiert. Ja, ist schon wieder passiert. Stromversorgung ist über. Von welchem Gerät meint er den Strom überprüfen? Ja, okay. Also eben hat er gesagt, Strom, von irgendwie Strom überprüfen kann. Hat der Splitter irgendwie einen Wackelkontakt oder?
Ziemlich. Aber der blinkt hier auch ganz wild rum. Nee, doch, aber ist er. Ich drück mal schnell das Next, damit dann nehme ich. Solange wir ein Bild haben, nutzen wir das doch mal. Ich rede einfach mal weiter, solange die dann da und hier was gesehen wird. So, als nächstes muss ich noch eingeben, wie ich das Netzwerk betreiben will. Ich kann auch hier, standardmäßig haben wir jetzt noch keinen besonderen Aufwand getrieben, irgendwie unseren virtuellen Netzwerk. Standardmäßig nimmt er hier eine Bridge. Das heißt, wir sind direkt auf dem LAN, das wir hier lokal haben, drahten wir uns drauf. Wobei hier ist es ja das LAN, was mein KVM für den KVM zur Verfügung steht. Wenn nachher Bare Metal ist es wirklich das LAN, was man da am Kabel hat, wo man sich dann rauf drahtet. Gut, noch eine Zusammenfassung. Sieht man nochmal alles zusammen, welches ISO-Image er nehmen würde. Ach, das habe ich vorhin wahrscheinlich irgendwie übersprungen. Ich hatte hier gleich die Debian da genommen. Ne? Das war, glaube ich, automatisch vorbelegt worden, oder? Hier kann ich halt, ich habe jetzt nur ein ISO-Image in meinem Storage abgelegt. Genau das eine kann ich jetzt wählen und dann. Ich habe mich nur gerade gewundert, warum hierbei das schon vorbelegt war. Und ich erinnere mich nicht, das gerade Finn erwähnt zu haben. So, hier sieht man eigentlich nochmal alle Zusammenstellungen und dann sagt man Finish und dann wird die Maschine erzeugt. Hier unten jetzt sieht man 101. Jetzt baut er noch. Hier unten kann man sehen, dass er noch beim Create ist. Und jetzt dürfte er eigentlich auch schon fertig sein. Die Maschine ist gestoppt. Ich würde sie jetzt starten. Und damit ich was sehe, öffne ich eine Konsole. Und ab da wird das hinreichend unspektakulär. Das ist einfach eine Installation eines Debians. Na. Doch. So, und das würde ich jetzt im Weiteren nicht durchdeklinieren. Da könnt ihr jetzt genauso das Windows starten, da könnt ihr genauso gut das Ubuntu oder was man halt sonst laufen hat. Ich breche das mal ab. Wobei, jetzt habe ich nur die Konsole geschlossen. Gehe ich gleich mal darauf ein, wie man mit diesen VMs managen kann. Man sieht, dass das hier grün ist, das heißt sozusagen, das ist jetzt eingeschaltet. Ich kann mit rechten Mausklick halt die Funktion aufrufen, die ich jetzt auf dieser virtuellen Maschine ausführen kann. Ich kann so also pausieren, ihm das Spiel. Sofern das BIOS und so weiter und die Maschine das kann, diesen Hibernate-Status senden, sie runterfahren, sprich ein Shutdown-Signal zu geben, dass er ordentlich runterfährt. Ja, oder ich hau ihm einfach auf die Mütze und sag Stopp. So. Für unseren Zweck ist jetzt genau Stopp das Richtige. Fragt sicherheitshalber nochmal ja, nach ja. Ich kann währenddessen hier mal das ist Debian, was ich schon installiert habe. Das nehme ich, rechte Maustaste gedrückt und sage Start. So. Ich kann auch beigehen und jetzt. Spannender ist jetzt eben vielleicht noch die Konsole zu sehen. Aber da passiert auch nicht. Ich habe auch keinen Debian mit einer grafischen Oberfläche gestartet. Würde natürlich hier drin auch funktionieren. So. Und dann verhält sich das halt, wie man das so gewohnt ist. Ich habe da mein Interface. Das von meinem KVM zur Verfügung gestellte Netz ist hier das 192.168.122er Netz. Ja. Da laufen die Prozesse. Jetzt wird hier nicht alles dargestellt, weil der Bildschirm zu klein ist. Ja, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. In diesem Moment. Ich klicke mal einfach die Konsole zu. Die kann man jederzeit wieder aufmachen. Ich mache das mal gerade. Die setzt dann auch genau da wieder auf, wo wir sie zugeklappt haben. Da resettet nichts oder so oder ne, wird nicht abgemeldet. Das ist wirklich nur wie Bildschirm ausschalten. Ich kann ihn auch einfach so wegmachen. Analog dazu funktioniert das Erzeugen eines Containers. Auch das Kind braucht einen Namen. Das nenne ich hier mal Container 1. Interessant finde ich das hier. Ich kann hier Passwörter gleich hinterlegen. Ich kann sogar gleich ein Public Key hinterlegen, damit ich einfach auf die Maschine reinkomme.
wenn man sich mit Linux-Container auseinandersetzt, also nicht mit Docker, nicht mit Podman, nicht mit diesen Dingen, CRIO, also wie der Standarddatei heißt, sondern kann ich hier auch noch mit nachlesen, dass ich hier unprivilegierte oder privilegierte Ordner, Container erzeugen kann. Das hängt damit zusammen, wie man, ob ich Root-Rechte ranhänge oder nicht. Für unsere Sachen ist das jetzt nicht interessant. Das wäre, wenn man später überlegt, brauche ich eine VM oder brauche ich nur einen Container, der so eine abgespeckte VM ist, dann kann man sich über solche Sachen Gedanken machen. Genauso Nesting, also halt, ob ich auch da wieder so, wie ich es jetzt mache, ich mache KVM in KVM. Also in meinem lokalen KVM habe ich einen Proxmox installiert, der auch den per KVM wiederum Virtualisierung zur Verfügung stellt. Das Charmante ist jetzt noch, das ist ja halt der Unterschied zu dem eben. Jetzt, da hätte ich, wäre ich ja gefragt worden, welches ISO-Image verwende ich. Hier habe ich keine ISO-Image, hier verwende ich Templates. Und dort gibt es Standard-Templates, die ich laden kann. Ich kann halt zum Beispiel einen Debian 10 nehmen. Und dann erzähle ich das. Achso, jetzt wähle ich das erstmal aus. Jetzt sage ich natürlich erstmal wieder, wie groß soll die Disk sein, die CPU. Ich lasse das alles mit Standard-Klein werden. Hier darf ich wirklich so kleine Werte nehmen, so 512. Na, also niemand würde eine virtuelle Maschine installieren mit so geringen. Aber da das ja nur eine quasi im Rahmen eines Hosts eine virtualisierte Subplattform ist, kommt man häufig mit sehr viel so viel geringeren Speicheranforderungen raus. Was ja häufig der Grund ist, sowas wie Docker, Podman und so weiter zu verwenden oder eben Linux-Container. So, hier wieder die Zusammenfassung. Also Netzwerk, Entschuldigung, ich greife gerade vor. Die Fragen wie eben, wie soll das Kind heißen, Ethernet, MAC-Adressen muss er erst generieren und so weiter. DNS lasse ich jetzt auch mal weg, wir wollen hier nichts Großartiges machen. Nochmal eine Zusammenfassung und ab dafür. Und jetzt wird wirklich, hier mache ich es ja mal, wird komplett der Container gebaut. Also nicht nur wie vorher wurde die VM gebaut und darin hätte ich jetzt das, über das ISO-Image den ganzen Installationsprozess durchführen müssen. Hier ist wirklich schon das System jetzt fertig. Ein Debian 10 komplett installiert. Ich kann das also nehmen, ich klicke das mal an. Hier vorne sieht man übrigens leicht, dass das Icon ein anderes ist, dann kann man das unterscheiden. Man kann übrigens auch hier diesen Baum, könnte man jetzt auch mit Verzeichnis, also sowas wie Ordner und sich das ein bisschen zurecht sortieren. Ich lasse das mal so, wie das hier ist. Hier ist es nur rein nach den IDs der VMs halt sortiert. Kann man also auch sehr viel mehr machen. Also Start und ich gehe mal auf die Konsole und habe auch da, hoffentlich gleich, na, achso, da, zack, ein vollkommen, das Passwort hatte ich eben bei dem Installationsvorgang angegeben, bin ich schon drin und habe auch hier wieder ein fast normales, achso, ich habe Netz. Du hast keine IP angegeben. Ja, ich glaube, da hatte ich Finn, da war ich zu schnell. Ja, genau, habe ich vergessen anzugeben. Gut, könnten wir jetzt löschen, schnell neu anlegen. Aber, okay, da, mit denen habe ich noch nicht so viel gemacht. Ich mache immer. Ich gehe darum einfach auf die SAP. Genau. IPv6 brauchen wir nicht. Machen wir gleich eine neue Konsole auf. Rebooten von solchen Containern gehen auch eben sehr schnell, wie man sieht. Ja. Ja, und schon bin ich im Internet. So, das ist jetzt eben, da muss man für sich selber herausfinden, ob einem ein Container reicht oder ob man eine ganze VM braucht. Das Charmante jetzt bei den Containern ist eigentlich jetzt nämlich, da wollte ich jetzt drauf kommen, wenn man einen Container erzeugt, ist es möglich, ich vergebe mal das hochgeheime Passwort, nix. Ich kann hier auch
Templates verwenden, die schon Anwendungen installiert haben. Wie hier zum Beispiel habe ich eins gewählt, wo ein komplettes MediaWiki schon drin ist. Und zwar von Turnkey. Da komme ich gleich nochmal zu. Ich klicke das jetzt durch, das sind dieselben paar. Einmal zurück, genau, da einmal DHCP wählen, damit wir nicht wieder das gleiche Problem haben. Und Finish. Jetzt entpackt sich das Archiv. Und schon, es kann sich nur noch um Minuten handeln, ja, Sekunden. Da ist er fertig. Jetzt habe ich komplett ein System, also ich sollte es auch noch starten, mit einem Wiki installiert. Das muss ich natürlich jetzt noch grundkonfigurieren, aber da ich dieses fertige Paket habe, na, brauchen wir noch ein bisschen. Da muss ich wohl noch ein paar Zufallszahlen überlegen. Komme ich gleich in so einen Dialog, in dem ich erstmal gefragt werde, na, Passwort, also der, so, für das MySQL, was da drin ist, für das Wiki. Achso, dann habe ich ein Nicht-Passwort, 8 Zeichen. So, halt das richtige Trivial-Passwort gewählt. Eigentlich kommt jetzt die nächste Frage. Jetzt für das MediaWiki der Admin, der will 10 Zeichen. Dann, wie soll das Wiki denn überhaupt heißen? Und jetzt kann ich noch einen Service mit nutzen, wenn ich möchte, von Turnkey, das ist der Anbieter dieser Templates, ne, dass ich meine Configs und so weiter zentral backuppe. Das lassen wir mal, ich skippe das also. Genauso kann ich automatische Benachrichtigungen aktivieren, wenn im System irgendwie unwohl ist. Das ist mir mich informiert. Genauso kann ich automatische Updates installieren oder aktivieren. Das lassen wir auch mal hier. Und dann sagt er mir, damit kann ich jetzt auf das System zugreifen. Der hat hier die 122.56. Dann nehme ich hier meinen Browser. 156 sagt er. Na? War ich hier noch zu flott? Mach ich vielleicht nochmal. Ja, also ich muss jetzt fertig sein. Ach so. Er hat jetzt einen Redirect auf den und den DNS-mäßig haben wir ja hier nichts vorbereitet. Um das schnell zu heilen. Sollte das hoffentlich so reichen, hoffe ich mal. Ja, natürlich hat er jetzt keinen sauberen Key, deswegen kommt nochmal diese Warnung, aber ansonsten sollte das gehen und wir haben ein Wiki. So, und das Coole ist eigentlich, ich gehe jetzt mal wieder in die Administration über zurück und jetzt hoffe ich, finde ich diesen richtigen Punkt so schnell. Ah, nee, da war das. Ich kann hier im Storage eben, ich habe gezeigt, dass ich nur ein ISO-Image hier eingespielt hatte. Aber hier habe ich die Templates und ich kann hier aus den ganzen Templates laden, schon fertig. Ich kann mir ein fertiges YOM laden, ein fertiges Magento, ein fertiges GitLab hier runterladen, ein fertiges Ansible, was man hier alles sieht, Tomcat Apache-Lösung. Kompletten Domain-Controller. Müssen wir mal gucken, ob der wirklich AD oder so kann. Ne? Aber
Ich habe hier einen riesen Aufwand, die kann ich einfach mir anklicken. Die, wenn ich das jetzt machen würde, ich guck mal, was vermeintlich kleines GitLab, könnte vielleicht nicht so groß sein. Dann muss ich den holt er sich aus dem Internet, das Template. Das dauert jetzt auch eine ganze Zeit, deswegen wollte ich das nicht live zeigen. Ich kann das jetzt auch beiseite legen. Und dann habe ich in meiner lokalen Liste plötzlich eben dieses weitere Template da liegen. Das ist halt, finde ich, das sehr Charmante, dass ich relativ einfach da die Sachen zur Verfügung stellen kann. Kannst du zuklicken, dann kann ich ihn so. Ja, genau. Also ich habe wahrscheinlich keine Route richtig gesetzt, ja. Also prinzipiell sind wir im Internet, aber das fehlt wohl aus der VM der Route. Ja. Ich kann jetzt nochmal auf die einzelnen Fragen gehen. Es ist alles protokolliert, was ich getan habe. Ich kann ein Backup machen von meiner Maschine, vom Container oder auch da unten von meinem Debian. Wo ich noch nicht drüber ausgelassen habe, habe ich nur erwähnt. Ich kann hier auch das zwischen den Nodes einfach eben migrieren. Ich habe hier jetzt keinen zweiten Node vorbereitet, damit ich das schieben kann. Das habe irgendwie nicht, ich gerade jemand hier schon praktische Erfahrung mit. Also ein Bekannter von mir hat mir berichtet davon, dass er da Erfahrung hat. Also ich selbst betreibe da eher tatsächlich kleinere Installationen, aber äußerst stabil. Und ich bin da also sehr zufrieden mit, muss man wirklich sagen. Und es deckt alle Funktionalitäten ab, die ich so benötige. Damit bin ich eigentlich auch schon soweit fertig. Ich bin durch diese ganzen Optionen einfach nur so rübergegangen. Ich denke, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, vier, wenn ich es richtig sehe, noch ein paar Fragen gestellt zu bekommen und vielleicht beantwortet zu bekommen. Also bitte. Danke. Henning. Was ist das Komplexeste, was du bislang damit gebaut hast? Ja, ich wurde gerade gefragt, was das Komplexeste war, was ich gebaut habe. Da kann ich tatsächlich, nein, komplex nicht, aber schon größer, also mit, keine Ahnung, so mit 10 VMs am Laufen gehalten und eben auch ein Cluster gebaut und die Sachen da zwischen hin und her geschoben haben und auch die Backups damit angebunden haben. Also von daher, aber das ist halt nichts Großes Spektakuläres, aber wie gesagt, wie ich schon berichtet, äußerst stabil. Also darin lasse ich zum Beispiel Windows-Server laufen, weil ich halt keinen dedizierten keinen Windows-Server laufen habe. Und ich kann auch dort sehr leicht die Sachen pflegen. Ich kann einfach einen Snapshot machen, mache dann ein Windows-Update. Wenn das dann klappt, dann kann ich das Snapshot löschen. Ansonsten rolle ich zurück. Also das ist total charmant, damit umzugehen. Oder, was ich hier nicht erwähnt habe, zum Beispiel solche Sachen, ich kann solche VM nehmen und die zu klonen einfach, also um eine gleichartige zu bauen. Oder ich mache aus einem eine VM, die ich habe, die benutze ich wie dieser Begriff gibt es, dieses Golden Image, und mache daraus ein Template und kann daraus wiederum immer neue Maschinen generieren. Er macht automatisch aktuelle MAC-Adressen, also aktualisiert solche maschinenspezifischen Dinge, sodass das Betriebssystem, ja, wenn ich es geklont habe, zwar gleich heißt, aber sich anders verhält, was MAC-Adressen und Ethernet und so weiter, also MAC-Adressen und auch Storage-Sachen angeht. Ich kann auch da übrigens volle Klone bauen oder Link-Klone, also ich kann Speicher, abhängige Klone bauen, wodurch ich Speicherplatz spare, oder eben ich dupliziere den Speicherplatz, nutze dann aber vielleicht, dass mein Storage da hinten schlauer ist und dann doch wieder eine dedupliziert. Henning. Womit bist du dabei auf die Nase gefallen und wie bist du solche Kinken dann, oder wie hast du die Kinken dann umschifft? Das ist tatsächlich, bin ich da wenig auf die Nase gefallen. Also es ist immer verblüffend gewesen. Ich habe auch immer gewartet, wann es jetzt mal knallt. Wenn, dann konnte ich mir da immer behelfen, weil wirklich, man kann hier, ich gehe hier mal, nehme mal diese PVE, das ist ja die virtuelle Maschine, also die virtualisierte Plattform, geht auch auf die Shell. Und dann habe ich hier eigentlich, kann hier die Kommandos absetzen und kann mir auch hier behelfen, wenn ich in der GUI den Punkt nicht finde oder
es fühlt sich an, wenn man mit Storages, LVM und so von Hand alles schon mal gearbeitet hat, wie man früher das so als Linux-Admin gemacht hat, kann man sich hier so unheimlich gut behelfen und es ist keine große Mystik da drin und kein Voodoo. Also bei anderen Sachen ist immer so ein Voodoo drin. Das ist so, bei Windows muss ich wissen, wie die Registry Key heißt oder so. Wenn ich den nicht weiß, kann ich die auch nicht suchen. Und das ist hier nicht. Also man muss natürlich Linux-Erfahrung haben, aber es ist, fest sich dann an wie ein Debian. Ja, ist eigentlich eine wunderbare und charmante Geschichte. Also ich habe da zum Glück oder auch noch keine großen Probleme gehabt, die ich nicht auf diese Weise lösen konnte, wie ich das als Linux-Admin mache. Danke. Das Schlimmste war übrigens, weil fällt mir doch eins ein, dass mir ein ZVS mal zerschrabbelt ist. Das habe ich dann nicht mehr in den Griff gekriegt. Aber ich hatte ein Backup. Ja? Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ist dir irgendeine Möglichkeit bekannt, dass du das Image, das Installations-Image so präparieren kannst, dass beispielsweise ein Startpasswort, dass ich das mitgebe, beziehungsweise ein Zertifikat, dem ich vertraue, dass ich beispielsweise das ganze Ding einfach nur gegen einen Server, den ich mir irgendwo remote miete, schmeißen kann und dann einen sicheren Installationsweg für mich habe? Das würde ich sagen. Was bekannt? Im Prinzip kann ich ja mir die ISO-Images immer entsprechend vorbereiten und dann, also es ist keine besondere Frage an die, glaube ich, da die Plattform, also sondern da muss ich das Image entsprechend vorbereitet haben oder eben ich habe eine PXE-Umgebung, wo ich mir die schon die entsprechenden Schlüssel vorbelege. Ich glaube hier das M23 von Hauke kann da zum Beispiel gewisse Sachen. Ich könnte, hatte auch erst überlegt, ob ich soweit spiele und hier ein M23 rein installiere, was ja so eine Installationsplattform ist, wo ich auch gewisse Sachen wie Schlüssel und so weiter gleich mitgeben kann. Na, genauso wäre ja Sachen, die Namen schon gleich korrekt zu geben, die Hostnamen durchzuiterieren oder nach gewissen Konventionen aufsteigend zu nummerieren und solche Dinge. Das ist keine Standardfunktion, die im Proxmox sind, die ich aber in solcher Installationsplattform bin. Die Installation von Proxmox selber. Angenommen, ich miete mir irgendwo einen Server Ach so. Und will dann Proxmox draufschmeißen. Ach so, will da einen sicheren Zugriff von... Ach so, das bezog sich auf das Proxmox selbst, nicht auf die VMs. Das habe ich denn falsch verstanden. Ja. Nee, da habe ich keine Erfahrung. Okay. Es gibt bei den nicht namentlich genannten größeren deutschen Anbietern in Nürnberg sitzen, gibt es ein fertiges, klick den Knopf, dann hast du das Proxmox auch. Genau. Ansonsten nimmst du Debian und installierst Proxmox als Paket. Genau. Und die bieten ja auch an, bei dem nicht näher benannten nürnbergischen Hoster, dass ich da meine Keys und so hinterlege und die werden automatisch in die VM dann reingenommen. Und dann installiere ich mir halt mein Proxmox nach, wenn ich eigenständig vollständigen Zugriff drauf habe. Also das löst dann die Frage, ja. Danke an euch beide. Ja, dann vielen Dank. Gerne.